Hallo Mädels, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich melde mich heute endlich zurück mit einem neuen Video. Es tut mir leid, dass so lange keins mehr kam, aber es gibt viel zu tun bei mir. Deswegen, ja, musste YouTube etwas in den Hintergrund rücken. Aber heute gibt es wieder ein neues Video von mir. Und zwar kennen viele das vielleicht schon von meinem alten Kanal. Dort habe ich auch immer diese Essence oder Catrice LE-Vorstellungsvideos gemacht. Und ja, ich dachte mir jetzt nach langer Zeit, wo ich das nicht gemacht habe, führe ich auch das auf meinem neuen Kanal ein. Leider noch nicht ganz so hübsch. Ich habe jetzt praktisch meinen PC an und gehe das mit euch per PDF-Datei durch. Aber ich versuche das in Zukunft vielleicht in ein Video schöner zu verpacken. Aber ich denke mal, für den Überblick reicht das. Ich habe mir auch, zeige ich euch mal schnell, mir die Essence-Pressemitteilung ausgedruckt, sodass ich euch nicht nur die Produkte zeige, sondern euch auch noch etwas zu den einzelnen Produkten sagen kann, was sie versprechen sollen laut Essence. Und ja, heute würde ich sagen, lege ich einfach mal los mit der Beach Cruisers LE von Essence. Wie schon gesagt, die ist ab Mai 2014, also dieses Jahr, logischerweise im Handel zu kaufen gibt. Und ja, vorab muss ich sagen, es ist natürlich, wie der Name schon sagt, eine sehr sommerlich angehauchte LE, die wirklich sehr gelungen ist und auch Lust auf den Sommer macht. Und wir legen mal direkt los mit den ersten Produkten. Und zwar handelt es sich hierbei um drei Wet and Dry Eyeshadows. Wie der Name schon sagt, man kann sie sowohl trocken als auch nass auftragen. Wobei man ja immer weiß, wenn man Lidschatten nass aufträgt, dann wird das Farbergebnis intensiviert und ihr könnt einfach noch ein viel kräftigeres, strahlenderes Augen-Make-up zaubern. Das kann man halt dann sich aussuchen, ob man das trocken oder feucht auftragen möchte, das Produkt. Und ja, die Lidschatten gibt es in drei Farben, wie ihr das auch schon seht. Und zwar einmal ein sonniges Gelb, wie Essence sagt, ein intensives Aprikot und ein leuchtendes Türkis. Ja, und kosten soll ein Lidschatten, wie ihr es auch lesen könnt, vielleicht 2,29 Euro. Finde ich sehr interessant. Ich bin ja nicht so die Lidschattenträgerin, allerdings muss ich sagen, dass mir besonders der Peachton trotzdem sehr, sehr gut gefällt. Der Türkiston ist auch irgendwie klasse, aber ich denke, das steht dann eher dunkleren Typen, also auch Brünetten. Und ja, das Gelb ist jetzt nicht so, aber vielleicht wer eins sucht, der kann dann bei dieser LE mal schauen. Ja, dann machen wir mal weiter. Und zwar hat Essence in dieser LE auch zwei Waterproof Liquid Eyeliner, die rauskommen. Da gibt es zum einen einmal einen in einem Bronzeton und einmal in einem glitzernden Türkis. Und die kosten auch je 2,29 Euro und sollen halt, ja, wie gesagt, wasserfest sein. Das sind Flüssig-Eyeliner. Das Türkis finde ich sehr ansprechend, aber auch das Bronze ist ganz schön. Und wer ja, so eine Farbe noch nicht hat, auch vielleicht mal anschauen. Da die ja auch immer ganz gut sind von Essence. Ja, dann kommen wir zu einem Highlight meiner Meinung nach und zwar zu einem Bronzing Puder. Das ist ein Bräunungspuder, was ja einfach einen leichten Hauch von Bräune auf die Wangen zaubern soll, wenn es im Sommer noch nicht ganz so warm war, sodass man schon ein bisschen braun geworden ist. Und ja, ihr seht es, das hat eine Palmenprägung, die ich sehr, sehr schön finde und die ist so mit Goldschimmer. Also ich denke mal, huch, einmal gegen die Kamera gekommen. Ich denke, der Goldschimmer wird auch nach dem ersten oder zweiten Mal benutzen, sich abtragen, aber das finde ich nicht so schlimm. Ich finde, das sieht klasse aus, einfach mit der Palme und das ist wieder so ein, ja, Sammlungsstück, also für alle Junkies unter euch. Also ich werde es mir auch auf jeden Fall kaufen, denke ich. Ist das schon eine coole Sache. Dann machen wir weiter, ach so, hatte ich gesagt, wie teuer das ist, 2,99 €, genau. Dann machen wir weiter mit den fruchtig duftenden Lipglossen, welche eine dezente Farbe auf die Lippen abgeben sollen, denn es gibt einmal dort einen aprikotfarbenen Gloss und einmal einen roten, die, wie ihr sehen könnt, so einen Farbverlauf haben. Und da kostet einer 1,99 € und ja, ich finde die Verpackung sehr, sehr einladend irgendwie, sehen sehr schick aus mit dem Farbverlauf und diesem leichten Palmenmuster oben oder diese Blätter, weiß ich nicht, was das sein soll. Ja, und fruchtig duftend, da bin ich mal gespannt, ob die zu künstlich riechen oder ob die angenehm riechen, muss man halt mal dran schnuppern. Aber an sich Lipgloss für den Sommer ist ja auch eine tolle Sache. Ja, und dann machen wir weiter mit Nagellacken. Die gehören natürlich auch zu jeder LE dazu. Das sind glitzernde Sandeffektlacke. Der Sandeffekt, dieser Trend, der ist ja irgendwie immer noch aktuell. Und die sollen halt dazu noch glitzern, neben dem Sandeffekt. Und die gibt es in vier Farben. Einmal in einem Rotton, in einem hellen Aprikot, in Türkis und in Gold.
Und ich muss sagen, besonders der helle Aprikotton und dieser Türkiston spricht mich sehr an für den Sommer. Rot geht natürlich immer und ja, Gold eigentlich auch, vor allen Dingen auch für den Sommer, aber auch für die Weihnachtszeit finde ich eigentlich. Deswegen mich spricht, wie gesagt, der helle Aprikotton und der Türkiston für den Sommer am meisten an. Und ja, da kriegt man wirklich Lust auf den Sommer, finde ich, wenn man diese Farben sieht. Und ich freue mich da schon tierisch drauf. Machen wir mal direkt weiter. Und zwar geht es weiter mit auch drei Klasse-Produkten. Zum einen haben wir hier einmal ein erfrischendes Bodyspray, was fruchtig duften soll und 2,99 € kostet. Ich muss sagen, Bodysprays finde ich generell im Sommer mega klasse. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass das neben der hübschen Verpackung, wie ich finde, auch noch gut riecht. Denn auch hier ist es wieder ein fruchtiger Duft und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, da viele fruchtige Düfte halt ja, künstlich riechen. Und ich hoffe, das ist wirklich nicht der Fall. Ich hoffe, das ist angenehm. Dann werde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Ansonsten war es leider nichts. Aber das muss man dann, wie gesagt, gucken. Weiter geht's dann noch mit einer Waterproof-Mascara. Und zwar ist das ein Topcoat für 2,29 €. Und ja, dieser Mascara-Topcoat verspricht halt, jede Mascara wasserfest zu machen, ohne die Wimpern zu verkleben. Und ihr sollt da jede beliebige Mascara benutzen können, also auch einfach eure Lieblingsmascara verwenden, diesen Topcoat darüber geben und dann soll ja eure Wimpern praktisch auch strandtauglich sein, wenn man damit mal baden geht, dass euch das nicht gleich alles verschmiert. Ich muss sagen, ich persönlich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht, generell jetzt nicht mit diesem, aber es gab ja schon mal die eine oder andere Mascara, die dieses versprechen sollte. Und das war bis jetzt immer ein Flop. Deswegen bin ich umso gespannter, ob die jetzt wirklich ja, das erfüllt, einfach was sie verspricht. Man soll es anschließend mit einem wasserfesten Augen-Make-up-Entferner dann abnehmen. Und ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Ich muss wirklich gestehen, ich glaube nicht. Aber wir werden uns selbst überzeugen. Ja, und zu guter Letzt haben wir, nee, Quatsch, zu, nicht zu guter Letzt, als vorletztes Produkt, genau, haben wir ein Blush und ja, ich finde das einfach klasse, dass in dieser LE Blush und Bronzing Powder enthalten ist, da der absolute Fan bin, das wisst ihr ja eigentlich. Und das ist wieder so ein schöner Blush mit Farbverlauf von Aprikot zu Rot und man kann halt aussuchen, ob man ein dezenteres Ergebnis auf den Wangen tragen möchte oder halt ein intensiveres, je nachdem, welche Seite man doller ja, auf seinen Pinsel streicht, sage ich mal. Und das kostet 2,99 €. Auf jeden Fall eine coole Sache und erinnert mich so ein bisschen auch an das Blush aus der Rollercoaster LE, bloß dass es halt ein Ticken dunkler ist jetzt. Ja, das war das. Und dann haben wir noch, ja, meiner Meinung nach ein Highlight, obwohl ich das Optische jetzt persönlich nicht so ansprechend finde. Die Idee dahinter ist allerdings ziemlich genial, finde ich. Und zwar ist das ein Wet Bikini Bag. Das heißt, es ist eine Tasche, die innen beschichtet ist und wasserundurchlässig ist. Und wenn ihr dann am Strand wart und euren Bikini ausgezogen habt, könnt ihr den dort reintun und eure Tasche wird nicht nass. Ihr könnt den Bikini nass gut nach Hause transportieren. Für 3,99 € gibt es dieses Schätzchen. Und ja, ich denke, viele Mädels werden sie toll finden. Wie gesagt, ich finde es eine klasse Idee. Nur leider ist mir das Design ein bisschen zu, ja, kindlich, ein bisschen zu kitschig. Ansonsten hätte ich sie mir, glaube ich, auch mitgenommen, weil jeder kennt das Problem. Man muss dann den Bikini in ein Handtuch einwickeln und irgendwie alles wird nass. Und ja, das ist halt praktisch dann, den mit transportieren zu können in seiner normalen Tasche. Und ja, das war es auch schon von der LE, meine Lieben. Wie gesagt, es wird sie ab Mai 2014 geben. Und ich bin schon sehr gespannt. Wir machen nochmal einen Rückblick. Also ich denke mal, auf jeden Fall mitgehen wird bei mir das Bronzing Puder. Da denke ich, bin ich mir ziemlich sicher. Dann wird bei mir mitgehen, denke ich mal, dieser Lack hier, dieser Aprikotfarbene und auch wahrscheinlich der türkisfarbene Bodyspray. Muss ich mal dran schnuppern. Wie gesagt, das Blush weiß ich ehrlich gesagt nicht, obwohl ich ja so begeistert bin. Aber ich habe schon so viele in dieser Farbe. Mal gucken. Topcoat werde ich mir auch erstmal Reviews anhören, weil ich, wie gesagt, da noch nicht so dran glaube. Aber ja, also die drei Produkte sind auf jeden Fall Safe, Nagellack und Bronzing Puder. Und ich würde sagen, ja, schreibt mir mal, was euch besonders interessiert, was ihr davon klasse findet, was ihr euch anschauen wollt, beziehungsweise unbedingt kaufen wollt. Und lasst mir mal bitte in den Kommentaren da, wie ihr allgemein diese LE findet. Ich muss sagen, ich finde sie sehr gelungen, sehr schön, sommerlich angehaucht, macht Laune auf Sommer. Und ja, ich hoffe, diese Art von Video hat euch gefallen. Das könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, ich werde versuchen, das noch ein bisschen anschaulicher zu gestalten in Zukunft, dass ich die Videos vielleicht irgendwie
anders machen kann. Aber erstmal denke ich, für den groben Überblick reicht das. Ich hoffe, die Informationen haben euch gefallen, die ich euch so dazu erzählt habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!